Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu F1 2021 aus, eigentlich wollte ich schon Saudi-Arabien sagen und ich habe auch schon mal ein paar Hotlaps gemacht, ein bisschen mich warm gemacht, währenddessen wir uns in der Box von Aston Martin befinden, aber wir sind in Abu Dhabi, wir sind nämlich schon hier am letzten Rennwochenende angekommen, die Karriere, die Saison, sie ist vorbei und auch hier mit F1 2021 geht es nämlich vorbei, denn es sind jetzt nur noch knapp 2 Wochen. Bis F1 22 erscheint der neueste Ableger von Codemasters, aka EA Sports. Obwohl ich sagen muss, dass, glaube ich, was man schon so ein bisschen gesehen hat, ist ein bisschen mehr in Richtung diese DNA, diese Genetik von EA Sports, das mittlerweile an den Tag gelegt werden wird, bin ich der Meinung. Aber das muss ja nichts Schlechtes bedeuten, das kann ja auch was Gutes heißen. Sind wir einfach mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber wie gesagt, nur noch 2 Wochen. Und bis dieses Video wahrscheinlich erscheint, ich habe jetzt schon noch ein anderes Video noch in Planung, wird es wahrscheinlich auch denn ein schöner Übergang sein zu F1 22. Also, letztes Rennwochenende, das heißt wieder erstes Video jetzt hier Training und Qualifying und im zweiten Video wieder das Rennen an sich. Und wenn wir sogar noch ein bisschen Zeit filmen, beziehungsweise vielleicht noch ein drittes Video, wenn das Rennen spannend und ereignisreich war, werden wir noch eine Wiederholung machen mit actionreicher Dialogen und Kommentatoren, Beispiele. Ich werde versuchen, auf alle Fälle Ralf Schumacher irgendwie ans Boot zu rühren, dass er mit mir dann die Wiederholung von meinem Rennen kommentiert. Ansonsten, was ich noch vorhabe, ist, ich will ein kleines Collabo-Video machen zwischen F1 2021 und einem anderen Rennspiel. Dazu kommen wir aber auch später. Wird ein schöner Übergang dann später sein zu F1 22. Und aber auch, ich will meine Challenge nochmal bis zum Ende bringen. Nicht auf irgendeiner Strecke, sondern in Monaco. Alle meine Challenges, die ich habe, das könnt ihr euch schon mal rot anstreichen, weil da hatten mir schon einige bei TikTok und bei YouTube gefragt oder es empfohlen. Ich will in Monaco einmal alle Reifenmischungen verwenden. Ich will 42 Fahrzeuge in, sagen wir mal, glaube ich, 18 Runden versuchen zu überholen. Ihr kennt das Spiel. Und ich will versuchen, mit Softreifen so lange wie möglich, ja, durchzufahren. Die Challenges, die will ich allesamt machen. Und natürlich alle Reifenmischungen auch bei Regen. Ich glaube, das ist Monaco schon eine richtig geile Sache und da bin ich mal drauf gespannt. Das kommt auf alle Fälle auch noch und dann ist schon F1 22 Zeit. Ich werde jetzt mein Setup mal schnell machen und wir sehen uns auf der Strecke wieder mit ein paar Trainingseinheiten. Ja, dann sind wir schon auf der Strecke, nämlich mit unserer Rennstrategie. Ihr kennt das Spiel, wir werden uns jetzt hier ein bisschen einfahren und die vorgegebene Zeit so gut es geht. Achso, oh. Ja, ich habe 30 Strafplätze verschrieben bekommen. Benötigen ein paar solide Runden, um eine gute Rennstrategie berechnen zu können. Weil ich habe mir gedacht, ach komm, haust du mal alles an Motor- und Getriebekomponenten, Aggregaten neu rein, was geht, um einfach hier mal ein bisschen mithalten zu können. Ich muss auch dazu sagen, es macht jetzt hier nicht den großen Unterschied, ob wir eine gute Zeit im Qualifying fahren und dann vielleicht nur 15 oder 16 sind oder vom 22. aus starten, wie wir es jetzt hier machen müssen. Das ist jetzt hier vollkommen egal. Außerdem muss man dazu sagen, dieses Video dient ja generell, oder meine Videos dienen ja eigentlich nur zur Unterhaltung. Ich bin in keinster Weise ein guter Fahrer, gar ein Profi. Man sieht es auch schon. Obwohl, der kleine 180 war nicht schlecht gewesen. Warte mal, das kriegen wir nochmal hin. Ja. Zack. Oh. Nein, hey. Warum nicht? Ich musste doch drehen. Ja, wieder zurück auf der Strecke. Hoffentlich diesmal jetzt ohne Disqualifikation oder gar irgendeinen Schaden, den ich jetzt gerade hatte. Alles gut? Ach, muss man so neben die Kurve? Ja, es ist immer geil, wenn man ein paar Hotlaps macht, um sich irgendwo warm zu fahren und das mit einem Red Bull und das noch auf der falschen Strecke. Ach, also ich muss selber jetzt erstmal hier reinkommen, deswegen die ersten 2 Runden werden auf alle Fälle richtig eklig hier sein. Oh, die werden alles andere als gut sein. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Also, wir haben, wie gesagt, jetzt eine ordentliche Grid-Strafe bekommen von 30 Plätzen. Aber gerade mit unserem Fahrzeug, es macht keinen großen Unterschied. Wir haben zwar neue Teile jetzt in unserem Auto bekommen in Sachen Frontflüge, Heckflüge, also noch ein paar neue Updates, aber so viel besser sind wir jetzt auch noch wieder nicht geworden. Das ist aber auch eine Sache, ich habe auch bei anderen YouTubern gesehen, die sehr viel Formel 1 spielen. Die haben einiges an Videos dann immer rausgehauen, so bis zu 150 Videos, nur von einem einzigen Teil. Die spielen es dann ja fast eigentlich ausschließlich nur Formel 1.
Und also man braucht wahrscheinlich seine 2-3 Saisons, bis man mit seinem eigenen Team erst einmal eine gewisse Leistung erreicht hat. In der ersten Saison schafft ihr das nicht. Meine Idee war es ja damals ja auch gewesen, vor 2-3 Monaten, bevor das Release von F1 22 erst angekündigt worden ist, dass ich ja eigentlich ein bisschen sparen wollte für meine ganzen Updates-Punkte hier. Ich nenne sie jetzt mal einfach Updates. Und wollte die dann am Ende der Saison verwenden. Dann habe ich gesehen, oh, F1 22 steht in den Startlöchern. Von der Zeit her schaffe ich es gerade noch so, die Karriere zu beenden. Ach du Scheiße, wie fahre ich denn? Komm, ich nehme einfach jetzt ein bisschen Schwung hier. Schaffe ich es doch gerade so, meine Karriere zu beenden. Also war auch ein bisschen für die Katz gewesen. Und so waren wir lange, lange Zeit oder sind immer noch das schlechteste Team hier im Fahrerfeld. Trotz all dem, wir machen das, und darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, auch wenn wir unsere Good-Strafe haben, wir machen das mit der Strategie. Mir fällt schon irgendwas ein. Also wir haben in der Saison, glaube ich, schon alles probiert und gemacht, was geht. Meist war es eher auf illegale Art und Weise, obwohl ich sagen muss, unseren eigenen Teamkollegen für ein Safety-Car zu opfern. Weiß ich nicht, ob das illegal ist. Ja, natürlich, Fernando Alonso damals und Flavio Briatore, die haben Crashgate-Skandal, dort waren sehr verwickelt gewesen. Aber wir haben ja unseren Teamkollegen selber rausgehauen. Vielleicht gibt es so eine Möglichkeit dieses Wochenende auch nochmal. Also an die Zeiten kommen wir nicht mal annähernd ran, aber ich fahre jetzt auch ganz, ganz entspannt. Jetzt hauen wir mal so ein bisschen rein. Wir werden nämlich jetzt mal die Batterie fast die ganze Runde komplett anhaben, außer hier in den schnellen Kurven. Da ist unser Auto doch sehr unruhig, da muss ich echt ein bisschen lupfen lassen. Boah, gerade noch so bekommen. Auf die Geraden sind wir erstaunlicherweise auch relativ schnell. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade ohne Batterie gefahren. Auf den Geraden konnten wir die Delta-Zeit immer ein bisschen einholen. Oh ja, ordentlich verbremst. Aber guck mal oben auf die Delta-Zeit, gerade auf den Geraden, wie viel Zeit wir jetzt hier gut machen. Da sind wir extrem stark. Jetzt müssen wir uns natürlich dann später fürs Rennen wahrscheinlich ein bisschen gucken, ob wir uns da gut positionieren können. Gerade natürlich, weil wir hier zwei lange Geraden haben, wo wir dann auch mit DRS überholen könnten. Aber in den Kurven, Kurveneingang, Ausgang, katastrophal wie immer. Die Aerodynamik ist auch, glaube ich, das Schlechteste von den ganzen Teams hier. Hier werde ich jetzt mal Batterie wieder ausmachen. Oh ja, und die Curbs sind natürlich heftig hier in Abu Dhabi. Wie gesagt, ich bin gerade in Saudi-Arabien gefahren und bin dann ungefähr... bin gerade eine halbe Stunde ungefähr gefahren. Und man muss auch dazu sagen, die Curbs wurden in keinster Weise gut nachgebildet. Die sind sehr, sehr flach. Aber dann hast du dich denn darauf schon ein bisschen eingeschossen. Dann kommst du dann hierher und siehst, oh, Saudi-Arabien stimmt, ja. Die Strecke wurde erst nachträglich hier mit eingefügt. Deswegen ist sie auch gar nicht in diesem Rennkalender mit drin. Und wir sind jetzt hier in Abu Dhabi. Naja, so läuft es manchmal. Bisschen Pech gehabt. Aber zeitenmäßig kommen wir kein bisschen ran, ey. Das ist ja heftig. Habe ich auf keiner Strecke gehabt, dass es so extrem ist. Also entweder die haben uns jetzt eine ganz komische Zeit mitgegeben, die wir schlagen sollen. Oh. Aber man sieht ja auch, wir sind auch langsamer als Mazepin. Ich weiß ja, ob wir jetzt wenigstens mal rankommen sollten. Wir auf den Geraden holen wir gut auf, aber Giovinazzi schneller auf harten Reifen als wir auf Mediums. Das ist heftig. Und wie gesagt, unser Aggregat... Oh, oh Gottes Willen, ey, der Wagen ist aber auch schlecht. Unsere Aggregate sind ja auch noch hier auf dem neuesten Stand. Eigentlich sollten die viel mehr Leistung bringen. Oh mein, der explodiert immer wieder auf. Das ist aber auch kacke. Irgendwas ist hier mit meiner Bremse am Lenkrad. Oh, die Kurve ist schon wieder so schlecht genommen. Obwohl, man muss auch sagen, Mazepin ist auf Softreifen gefahren. Gut, hier reingekommen, aber die Delta-Zeit, die ist heftig. Ich erreiche die ja kein bisschen. Und? Wir haben unsere Jeff, ich weiß jetzt auch nicht, wa? Wenn wir Zeit haben, führen wir das Programm nochmal aus. Ja.
Oh, aber, oh, der Wagen fühlt sich, oh, ganz, ganz schlimm in der Kurve. Ganz, ganz schlimm. Also da einen Quersteher zu haben, ist keine schöne Sache. Also wir probieren es jetzt aber jetzt nochmal auf dem weichen Reifen irgendwie die Zeiten da zu holen. Es ist erschreckend eigentlich, wenn man überlegt, wir sind 1,5 Sekunden hinter Giovinazzi. Klar, hier muss ich mich noch warm fahren, da muss ich auch die Zeiten rausholen. Aber ich dachte, ich bin da auf alle Fälle am Anfang ein bisschen näher dran. Wir müssen mal gucken, was Dan TikTok hier macht. Kann aber auch sein, dass mittlerweile die Fahrzeuge hier, die Teams, die einzelnen ordentlichen Sprung gemacht haben. Wir sind jetzt hier hinter Giovinazzi, da Räikkönen auf alle Fälle. Das steht uns ein bisschen im Weg, aber passt ganz gut, so können wir mal fürs Rennen ein wenig üben. Oh, ey, nee. Alter Falter. Oh. Der Wagen ist so unruhig. Aber es ist unglaublich, also in jeder Kurve verliere ich Zeit, auch wenn ich sie in meinen Augen eigentlich relativ gut nehme, so wie hier zum Beispiel. Kaum Möglichkeiten, irgendwie Zeit gut zu machen. Ja, Jeff. Probier's jetzt nochmal. Ein bisschen weit raus. Ja, genau, Reike, genau. Tödlich unten in der Kurve hier. Oh. Ach, Mann. Zack. Die Reifen bestimmt schön heiß, wa? Oh, Gottes Willen, oh, Gottes Willen. Oh, ja, ey, du kriegst diese Kurve mit dem Wagen nicht. Ah, aber, schön, dass wir 60. Mann, ey. Da willst du keinen Quersteher bekommen. Holla die Waldfee. Aber schön wieder auf die Strecke gekommen. Wie gewollt und wie gekonnt. Oh. Ja, der Fette, was machst du denn da? Dann fahr vorbei. Naja, fahr! Fette! Mäuschen, wo bist du? Wo ist er denn? Da. Oh, heißes Duell hier mit Fette. Wir ziehen hier nach innen. Zack. Und jetzt hier von außen. Dass wir wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, dass wir hier gut sind. Der ist wahrscheinlich gerade auf einer Innenlap. Der fährt gleich an die Box. Ja, aber immerhin eine 1,37 mal. Das ist ein richtiges Kämpfen mit dem Wagen. Ich weiß nicht, wie Dan TikTok damit klarkommt. Klar, wieder ein paar Zehntel in der einen Kurve da verlor, wo ich sehr weit rauskam oder sehr weit in die Curbs genommen habe. Aber immerhin sind wir jetzt mal ein bisschen in der Delta-Zeit drin. Ah, zu weit innen wieder genommen. Richtig viel Zeit wieder verloren. Oh, das ist nicht meine Passage, wa? Ist so unruhig. Boah, alter Falter. Kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Was ist hier los? Chef, was ist das für ein Kackwagen? Upgrades, wo sind die Upgrades, hä?
Ei, ei, ei. Oh Gott, war das schlecht. Das war ein heftiger Aufprall. War nicht gut. Ah ja, Jeff, das war jetzt auch nur so eine kleine Cool-Down-Runde gewesen, um die Reifen kurz mal zu schonen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sag, einen kleinen Unterbodenschaden haben wir auch. Das wird uns auch nochmal wahrscheinlich 1, 2 Zehntel kosten. Ja, ja, hier in den Kurven merkt man jetzt immer so ein bisschen. Ja, was diese kleine Schikane gerade ausgemacht hat, die wir richtig schlecht genommen haben. Auf den Geraden holen wir jetzt wieder ein bisschen auf. Oh. Sie nicht zu weit entnehmen, ja, so ist. Ah, naja. Nee. Raus, also war raus. Oi. Lass mal kurz. Oh, Unterboden? Was? 6 Minuten dauert das jetzt? Ja, Unterbodenschaden haben wir nämlich. Die Zeit war aber gar nicht mal so verkehrt gewesen. Und trotzdem, ja, George Russell ist da etwas Zeit gekostet, knapp eine Sekunde schneller. Erster Sektor, 4 Zehntel. Zweiter Sektor, 4 Zehntel. Im letzten Sektor. What the fuck? Was? Wie geht das denn? Achso, nee, im zweiten Sektor sind wir sogar schneller. Okay, das hat auf den Geraden wahrscheinlich, aber im letzten Sektor, das ist wirklich, da sind wir richtig, richtig schlecht. Unglaublich schlecht. Im zweiten Sektor können wir tatsächlich mit denen da vorne sogar irgendwie mithalten. Das ist ein bisschen erstaunlich, der erste Sektor. Ja, ausbaufähig auf alle Fälle. Aber schön ist es auf alle Fälle nicht. Ein Glück gibt es sowas wie Rewind hier. Okay. Nee, ey, komm da wirklich nicht ran, wa? Obwohl die Ausgangslage jetzt hier erst zweiter Sektor gar nicht mal schlecht ist, wir müssen es versuchen, wirklich im dritten Sektor irgendwie zu verbessern. Oh, hier sehr spät gebremst. Also ich muss auf alle Fälle versuchen, den Kurvenbatterie auszuschalten, damit ich besser durchkomme. Ah, hier zu eng wieder. Aber der hält derzeit immerhin 2 Zehntel im guten, im positiven Bereich. Du bist schon wieder schneller als hier. Ey, was ist denn Titte hier heute? Das ist, also, ja, wir sind näher dran und zweiter Sektor, der letzte Sektor haut richtig nochmal rein. Das ist krass, dass der letzte Sektor nochmal so schlecht ist. Wenn man überlegt, 1,3 Sekunden, wo finde ich denn da 1,3 Sekunden? Das ist halt auch gerade so diese rechts-links, die jetzt wirklich so eklig ist, da richtig reinzutreffen. Also, da muss ich mich auf alle Fälle verbessern. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt Qualify. Also, schlimm ist es auf alle Fälle. So große Probleme habe ich noch gar nirgendwo gehabt. Bei irgendeiner Strecke. Das ist krass. Ein toller Tag. Was? Sie denken, bin zweimal letzter geworden. Grid-Strafen auf den Sport ausnutzen. Ja, keine Ahnung. Ist eure Schuld. Sie
haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Ganz ehrlich? Nein. Sind Sie zufrieden mit Ihrer heutigen Leistung? Was hat in diesem Rennen bei Ihnen für Unzufriedenheit gesorgt? Radstand? Danke für den Kommentar. Ja, gerne doch. Gut, jetzt rein ins erste Qualifying und ich denke mal, das wird auch das allerletzte Qualifying sein, das wir jetzt hier bei F1 2021 in der Karriere sehen werden, bevor es, wie gesagt, zu F1 22 geht. Ey, das ist wirklich traurig. KI habe ich beibehalten, die ist bei mir jetzt bei 98 gestellt, aber mit dem Wagen komme ich gar nicht klar. Also eigentlich, es ist nur der letzte Sektor. Wenn ich da mich irgendwie reinfuchse in den letzten Sektor, dann kann ich schon fast eine ganze Sekunde gut machen. Und wir sind sehr weit vorne mit dabei und könnten sogar um Q2 doch kämpfen. Aber das muss ich erstmal hinkriegen. Okay, rein in die erste gezeigte Runde. Ist natürlich erstmal eine Marke setzen, gucken, wo sind wir ungefähr. Doof ist natürlich, ich kann jetzt hier nicht mit der Batterie großartig spontan runter und hoch gehen, denn das ist bei den Qualifying immer ein bisschen anders. Mag ich doch ganz gerne in den Kurven so mal ausschalten, aber wir kommen hier gut durch. Auch wenn ich glaube ich im ersten Sektor jetzt keine Wunder bewirken kann. Auch hier relativ gut durch die Kurvenpassage. Jetzt die Kurve ist hier sehr wichtig. Ja. Bisschen hier verbremst. Auch hier ein bisschen weit rausgekommen. Lass uns jetzt für den letzten Sektor hier bereit machen. Der ist jetzt auch wichtig. Da verlieren wir mal am meisten Zeit. Flügel geht mal wieder hier schön auf. Ah, hier kommen wir schön rein. War nicht hier. Ah, nee, nee. Oh. 1,34,5 von Gasly. Naja, die Zeiten, die können wir uns sparen. Wenn wir unter, ach Gott, 1,37 kämen. Aber nicht so. Oh Gott, das sind 1,38, 1,54. Gut, zweite Runde. Ob die viel besser wird, ich wage es zu bezweifeln. Komm gut in die erste Kurve hinein, nimm jetzt den Schwung für die zweite. Oh, nee, ey. Jeff, das kannst du vergessen! Das kannst du vergessen! Das ist ein Scheißwagen! Okay, rein in die zweite gezeigte Runde. Verbesserungen müssen wir hier irgendwo... Okay, rein in die zweite gezeigte Runde. Wir müssen uns hier massiv verbessern, aber es klappt mit dem Wagen einfach nicht. Oh. Aber allein schon die Kurvenpassage gerade eben, das ist Nervenkitzel mit dem Wagen. Ah, Data Zeit ist auf alle Fälle ein bisschen besser, aber wir müssen uns massiv verbessern, gerade im zweiten und dritten Sektor. Da muss eines dazu kommen. Hier müssen wir jetzt versuchen, ein bisschen früher zu bremsen. Ja. Sieht man, in der Data-Zeit war auf alle Fälle schon ein bisschen besser gewesen, aber das ist nicht die Verbesserung, die ich erwarte hier. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ah, das war wesentlich besser gewesen. 3, 4 Zehntel, die wir jetzt hier Versteller sind. Oh, ihr wieder verbremst! Der letzte Sektor. Ah,
Immer eine kleine Verbesserung. Ja. Ja, den Schwung haben wir schon mitgenommen. Sehr schön. Es ist ein Kampf, also wirklich ein Kampf mit dem Wagen. Der SUV geht immer wieder auf, ey. Auch hier wieder zu sehr über die Curbs. Ah, hier fühlt es aber jetzt wesentlich besser an. Die Runde nehmen wir noch mit. Besser auch hier rein, aber trotzdem wieder ordentlicher Quersteher. Aber 3/10 auf alle Fälle, die wir schon mal besser sind. Ja. Und. Ja. Mazepin. Immerhin haben wir Mazepin überholt. Ui, ist das traurig. Okay, wir haben noch insgesamt 3 Minuten und 18 auf der Uhr. Wir werden gleich raus auf die Strecke gehen. Zeiten, wie schauen die aus? Wie knapp ist es denn da hinten? Wie eine... Ach, naja, 13. bis dann tickt und alles da voll ist heftig, wa? Also über eine Sekunde, die wir langsamer sind. Dafür sind wir im Erstsektorsteller. Zweiter haut immer noch nicht hin. Dafür der letzte, wo wir ein bisschen näher dran sind. Also, das passt hier und da überein. Ich muss auch dazu sagen, auf der langen Gegengeraden, denn das Anbremsen, die innere Kurve, da treffe ich ganz minimal immer leicht diese Curbs. Da ist so immer diese Huckel bei den Curbs. Nämlich genau diese, die sind das große Problem, finde ich persönlich. Das gibt's, bin ich der Meinung, nicht auf so vielen Strecken. Und dann lenkt man schon ein und dann kommen die hier erst. Und du visierst vielleicht wirklich hier genau diese Linie und dann kommst du über diesen Huckel. Das ist richtig heftig und macht das Ganze doch so umso schwerer. Und schreiben sehr viele auch schon in irgendwelchen Kommentaren und Forumbeiträgen, dass hier in Abu Dhabi wirklich die Curbs am heftigsten sind. Okay, letztes Mal noch die Reifen aufwärmen. Ja. Die allerletzte Sekunde der Runde will ich hier mitnehmen. Und auf geht's. Ja, wir sind über Start und Ziel gekommen. Ja, erster Sektor wird jetzt nicht gut, aber Hauptsache wir sind durchgekommen. Aber wir holen ja erst seit hinten rum heraus. Und außerdem war jetzt hier die Stelle für unsere Problemkurve gewesen. Und guck mal, was das jetzt ausgemacht hat, dass wir da gut durchkamen. 13. sind wir jetzt hier schneller. Die müssen jetzt mitnehmen, auch in den letzten Sektor. Ja, 14. Hier kommen wir wieder viel zu weit raus. Aber 5/16. Mal gucken, jetzt noch die letzte Kurve hier. Ja. Ich glaube, den TikTok konnten wir noch gerade so einholen, aber es war nur ein Platz gewesen, ey. Das ist traurig.
Eieiei, so, Leclerc mit der Bestzeit, auch schön eigentlich, da vorne gegenüber dem Weltmeister Valtteri Bottas. Ja, und wir sind auf dem 20. Platz, denn TikTok haben wir immerhin schlagen können, aber guck mal, Nicolas Latifi war doch eine halbe Sekunde vor uns gewesen. Wir waren ungefähr 1,2 Sekunden hinter Antonio Giovinazzi, dann wären wir ins Q2 gekommen. Immer konnten wir Nikita und Dan Ticktum schlagen. Das ist ja auch schon mal was. Gut, Freunde, guten Abend. Das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt hier eine 1,36,783 gefahren und sind damit 3 Sekunden einfach mal langsamer als der Rest des Feldes. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.